Julie Gwynn, ein weiteres Mal. Das nächste Saison aus in ganz zwei Jahren. Ganz bittere Nachrichten für die FC Bayern Frauen. Enttäuschung, Frust, Angst. Das war so ein Moment, wo man einfach, wo alles stillstand, aber ich sehr laut war, weil ich genau wusste, was es ist. Ich kenne das Gefühl, ich kenne den Schmerz, den Schock. Die Julie hat angerufen vom DFB aus, was ganz ungewöhnlich ist, weil normal ruft sie mittags gar nie an. Sie hat direkt geweint. Und da wusste ich gleich, ich habe nur gefragt, welches Knie, weil es mir klar war. Es war krass, was ja wirklich bei der Nationalmannschaft im Training passiert ist. Und dann konnte es ja keiner sehen, so von meinen Ängsten. Und dann war klar, okay, jetzt muss ich halt den Schritt machen und jeden anrufen. Und das ist so das, was mir am meisten Bauchschmerzen gemacht hat. Neben dem, dass es mir selber schlecht ging. Aber ich wusste halt, wenn ich jetzt gerade meine Eltern anrufe, dann fallen die halt aus allen Wolken. Und sie hat sich so zusammengenommen. Sie hat gesagt, sie hat geweint und geweint. Dann hat sie sich das Gesicht gewaschen und durchgeatmet und wollte uns anrufen. Und dann hat sie mich gehört und direkt geheult. Also ging denn gar nichts. Dann schießen dir 1000 Gedanken durch den Kopf. Und es ist nicht nur dieses, du hast gerade Schmerzen und du hältst dein Knie fest, sondern du hältst halt auch an ganz vielen anderen Dingen fest. Bei mir war das Erste, was kam, natürlich die WM, weil ich dann auf dem Platz schon dachte, scheiße, das könnte echt knapp werden. Und dann schießen die halt die Tränen sofort auch in die Augen. Und dann geht so das Gedankenkarussell halt los. Man überlegt, okay, ich verpasse die WM, ich verpasse Spiele in großen Stadien. Wir haben einfach mit der EM so viel angestoßen im Sommer und alles, was man davon gerade spürt, in der Liga auch, da kann man kein Teil davon sein, kein aktiver Teil. Und das ist schon was, was einem dann nochmal extrem zusetzt in so einem Moment. Es ist für uns Eltern, denke ich, wahrscheinlich nicht weniger schlimm wie für die Julie. Wir leiden extremst mit, wie jedes Elternteil wahrscheinlich mitleiden würde. Mir war es halt wichtig, dass die OP relativ schnell dann auch nach der Verletzung passiert. Ich hatte das MRT und die hatten zu mir gesagt, ja, es könnte sein, dass am Meniskus halt auch was ist. Und das ist so das, was man sagt. Man weiß zwar, Kreuzband geht lang, aber die Sachen, die dann mit betroffen sind, sind immer so die schlimmsten, weil du weißt, das schränkt dich dann eher für eine Zeit ein. Und dann war halt eben erst nach der OP klar, was dann wirklich ist. Und dann bin ich aufgewacht, noch total in der Narkose eigentlich und sag so, und? Ist nur Kreuzband. Und er so, ist nur Kreuzband. Und ich so, ja. Das versteht man, glaube ich, auch nur, wenn man es schon mal hatte, weil, keine Ahnung, das erleichtert schon viel, gerade für die erste Zeit dann. Ich habe auch lange Handball gespielt. Ich habe selbst 2 Kreuzbandrisse hinter mir. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man so mental ganz tief am Boden ist. Wir haben schon immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis gehabt, Julie und ich, auch als Kind. Also Julie war für mich immer klar die kleine Schwester. Sie weiß, dass bei mir immer Türen offen stehen. Die letzten 2 Jahre, die waren sehr schwierig. Also die erste Verletzung war wirklich ein Auf und ein Ab. Keine Erfahrung, man wusste nicht, wie wir das zu handeln haben. Wir haben halt als Eltern so gut wie möglich versucht, das Ganze mit ihr zu meistern, sie aufzubauen. Weil wenn so ein Profisportler aus dem Rhythmus, aus dem Alltag geworfen wird, ist das extrem schlimm. Ja, die größte Angst ist, glaube ich, dass man ja, seine Karriere früher beenden muss, als man es eigentlich geplant hat. Wenn man es nicht in der eigenen Hand hat, sondern wenn der Körper einfach nicht so mitmacht, wie man es gerne hätte. Eigentlich ist es unser Lebensinhalt. Urlaub im Sinne von Urlaub gibt es schon lange nicht mehr. Aber wir machen es gern. Wir leben den Fußball mit unserer Tochter. Die Wochenende sind an für sich ziemlich leer inzwischen, weil wir haben keine Ziele. Sonst fahren wir ja zu jedem Spiel. Und es fehlt uns eigentlich. Und wir freuen uns riesig drauf, bis sie wieder am Start ist. Wir sind von ganzem Herzen bei ihr und helfen ihr, unterstützen sie, wo es bloß geht. Schade ist es, dass wir sie leider etwas wenig zu Hause haben.
Deswegen ist die Freude umso größer, wenn sie mal da ist und uns besucht. Wenn ich wirklich an Heimat denke, ist es so der Ort, wo alles begonnen hat. Ich bin hier aufgewachsen, die ersten 15 Jahre. Einen Tag war ich auch wieder mit meinen Brüdern hier, durfte, also es hieß halt, die kleine Schwester soll mal mitnehmen, dann durfte ich halt mit und dann durfte ich mich mal wieder nur ins Tor stellen mit meinen 7 Jahren. Und mein Bruder hat halt voll abgezogen und mir genau ins Gesicht geschossen. Und dann hatte ich halt eine blutige Nase und bin dann, das sind ja wirklich nur 100 Meter nach Hause, bin dann von hier heulend nach Hause gesprintet zur Mama und hab gesagt, dass mein Bruder mir ins Gesicht geschossen hat. Und hat sie gesagt, ja, du wolltest mit. Und ja, am nächsten Tag bin ich trotzdem wieder gerne mit. Also es war so Hassliebe irgendwie. Ich glaube, definitiv ist Heimat für mich so ein Ruhepol, weil gerade in München ist einfach sehr viel Action, Großstadtleben. Mit dem Fußball ist es ja sowieso so schnelllebig und ja, man ist ständig auf Reisen. Und deswegen ist es für mich so ein super Ausgleich, einfach wenn ich nach Hause komme und ja, einfach hier bin, viel Natur und wird gar nicht so sehr als Sportlerin wahrgenommen, würde ich mal sagen. Also in einem gewissen Maß schon, aber trotzdem. Ja, kann man einfach zur Ruhe kommen, ohne großen Trubel und ja, irgendwie Kraft tanken auch. Ja, wobei du ja dann auch eigentlich Programm hast. Natürlich Freunde, Freundinnen, so viele Bekannte wollen sie natürlich auch sehen. Aber das ist dann schon erholender, positiver Stress. Also es gibt auf jeden Fall die Tage, wo man Leute braucht, die einen auffangen. Das ist Es wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, ich mache das alles alleine und easy. Aber ich bin schon an der letzten Verletzung gewachsen und ich weiß halt einfach, ja, dass ich das quasi alleine geschafft habe und es auch wieder schaffen werde. Und ich glaube, da merkt man schon, dass man irgendwie halt auch in der, als Persönlichkeit irgendwie herangereift ist. Also ich bin eher jemand, der halt einen richtig guten Ausgleich dann braucht zur Reha. Und wenn ich muss sowieso früh aufstehen und so, diese Routinen habe ich ja sowieso, aber momentan habe ich zumindest eigentlich immer nur Vormittagstraining, bin dann eigentlich so um 14 Uhr hier fertig und dann brauche ich aber irgendwas, was ein guter Ausgleich für mich ist, für den Kopf. Keine Ahnung, bin eigentlich dann immer irgendwie jeden Tag unterwegs in Cafés oder treffe die Mädels, die ich jetzt ja leider nicht mehr so tagtäglich auch, dass ich nicht mehr mit denen in Austausch komme. Keine Ahnung, gerade auch Weihnachtsmärkte und so, das sind halt alles so Sachen, wo du merkst, das tut dir mega gut. Du bist wieder unter den Leuten, wie du es gewohnt bist und es ist nicht so dieses Gefühl, dass du heimkommst, einsam in der Wohnung sitzt und dir die Tränen kommen, gefühlt. Sondern momentan ist es echt ein super Ausgleich, wenn ich dann einfach rausgehe, auch wenn es kalt ist. Aber einfach irgendwas mache, um ja, das Gefühl zu haben, es ist scheiße, es ist Reha-Alltag, aber man hat trotzdem dieses normale Leben und am Ende ist es halt nur der Fußball. Also man sollte einfach schauen, dass ich, glaube ich, dieses Gefühl von ich bin jetzt einsam und allein in der Reha nicht auf den Alltag so projiziert. Wir fahren jetzt gerade von München nach Innsbruck, weil heute ist der Kontrolltermin beim Dr. Fink. Genau, und ich hatte jetzt diese Woche ein MRT schon gemacht und das schaut er sich heute auch noch mal an und dann schauen wir mal, was er zu meinem Knie sagt, wie gerade der Stand ist. Ich bin den Weg tatsächlich auch noch nie selber gefahren, weil ich immer gefahren werden musste. Es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich in Innsbruck bin. Mal ein bisschen jetzt positive Erlebnisse mit Innsbruck verbinden kann, weil ich sonst immer nur im Krankenhaus war. Ist auch schön, dass das WLAN sich vorhin auch automatisch wieder verbunden hat. Zu Hause ist, wo das WLAN sich automatisch verbindet.
weißt du nicht, welcher der aktuelle ist, oder? Aber jetzt belassen wir es dabei. Ja. Jetzt ist gut. Jetzt ist gut, jetzt ist symmetrisch. Gut. Das ist absolut gut. Ich komme lieber so mal nach Innsbruck. Sehr gut. Das finde ich gut. Für die Zeit. Alle Ziele mal mehr als über erreicht, würde ich sagen. So kann es weitergehen, ja. Also der Doc war sehr, sehr zufrieden mit meinem Knie. Für die Zeit, die jetzt schon vergangen ist, sieht es seiner Meinung nach echt top aus. Fühlt sich ja auch schon die ganze Zeit eigentlich sehr gut an, aber es ist trotzdem nochmal ein Unterschied, wenn der Operateur das eben sagt, weil er auch wirklich ja, das Knie am besten kennt. Die Situation, dass man halt das schon mal geschafft hat und weiß, dass man es auch schaffen kann. Und man kennt die Situation halt und man weiß halt, ja, was auf einen zukommt. Ich glaube, das ist irgendwo schon auch ein Vorteil. Mir tut es unheimlich leid für sie. Sie ist eine hervorragende Spielerin. Aber ich bin auf der anderen Seite auch überzeugt, gerade weil ich die Julia kenne und weil ich das ganze Umfeld beim FC Bayern kenne, dass sie das meistert, dass sie hart trainiert und dass sie wieder erfolgreich zurückkommt. Heute war es gut. Also es ist zwar Wochenende, da merkt man immer so ein bisschen, dass es halt, dass die Beine müde sind, aber hat wieder ein paar neue Sachen gemacht. Das ist immer das Beste irgendwie, wenn man dann merkt, es geht was voran. Wenn man sehr viel macht, dann ist es meistens so, vielleicht ist es davor gut, aber danach ja, ist der Muskel einfach explodiert oder keine Ahnung, man hat einfach sehr viel Schwellung im Knie, dann geht es natürlich wieder schlechter. Was aber im Großen und Ganzen gar nicht heißen muss, dass es dann auf Dauer schlecht ist, sondern der Körper muss sich einfach wieder daran gewöhnen. Im Allgemeinen ist es für mich echt ein großer Vorteil, wenn ich jetzt schon weiß, was auf mich zukommt, weil ich, ja, glaube ich, mir dann leichter tue, wenn ich weiß, das nächste Ziel ist, sagen wir mal, Sprünge und du weißt ungefähr, wie viel Zeit bis dahin vergeht, welche Testungen du vorher machen musst. Das erleichtert einem selbst schon viel. Alles andere passt auch wunderbar. Gut, top. Bisschen schief. 2,5 Meter, 2,5 Meter, was willst du mehr? Oh, Werte waren super. Schau mal. Genau gleich. Einbeinig. Ja. Also auf weit. Also das, muss ich sagen, ist eine meiner Lieblingsübungen, weil es besonders am Anfang auch wichtig ist, dass man viel auf wackeligem Untergrund arbeitet, um halt auch wieder Kontrolle zu bekommen, die Beinachse stabil zu halten und dass halt auch die ganzen Muskeln einzeln arbeiten müssen. Ja, man sieht die Fortschritte einfach mega gut. Ein Riesenerfolg. Alter G mit kleinen Sprüngen, das wird jetzt einfach mehr und mehr werden, bevor man dann ein paar explosive Sachen drin schon mal macht zum Vorbereiten und in ein paar Wochen dann hoffentlich auf den Platz starten kann. Schon was anderes als Fahrradfahren. Es ist halt einfach, du siehst halt am Anfang der Woche den Wochenplan. Dann habe ich jetzt halt gesehen, Laufschule und Alter G. Da gehst du halt morgens auch ja, mit viel Vorfreude ins Training. Weil du halt merkst, es bewegt sich was in die richtige Richtung. Und ja, gerade Laufen ist halt echt so ein Meilenstein, sag ich mal. Wenn du das wieder kannst, dann geht es auch relativ schnell Richtung Platz. Und wie gesagt, ich fühle mich wieder ein bisschen mehr, als wäre ich Sportlerin.
Ja gut, dann muss ich mich halt selber behandeln. Ich habe gleich Behandlung. Pflege muss auch sein, was? Kann ich immer nur trainieren, sondern gepflegt werden. Was? Gut. Nichts gespürt? Nee, gar nichts. Ich habe schon gesagt, ich könnte quasi schon wieder spielen. Ja, ich glaube, dadurch, dass man jetzt einfach mehr Zeit hat als sonst, nutzt man es auch irgendwo als Chance, halt, um andere Sachen zu erleben. Und bei mir ist es einfach so, ich kann nicht nur zu Hause sitzen, wenn der Fußball wegfällt, sondern ich bin einfach mega gerne unterwegs, suche mir halt einen Ausgleich. Und das Coole ist ja beim FC Bayern, dass man jetzt nicht nur Frauenfußball hat, sondern eben auch ja, zu den Männern ins Stadion kann oder wir auch sehr gerne auch bei den Basketballern sind, im Audidom. Komm. Weiter. Go. Wunderbar. Au. Herrlich. Das ist jetzt der Referenzwert, der gut ist. Ja. Ja, wenn das Kreuzband einfach alt ist, dann gibt es ja keinen Unterschied mehr zu dir und zu mir. Ne? Wenn es fett drin ist, ist es halt von Feiern. Ja. Ist die Wahrscheinlichkeit genauso hoch, wieder, dass du dich wieder ein Kreuzband holen kannst wie vorher. Oder eben keinen. Ja, oder eben keine. Wir haben also grundsätzlich bei uns in der auch Verletzungshistorie ja, deutlich mehr Kreuzbandverletzungen bei den Mädels als bei den Jungs leider. Wahrscheinlich ist es auch einfach hormonell auch bedingt, dass die Mädels einfach nochmal so eine andere Sehneigenschaft haben als die Jungs und dadurch einfach einen Ticken verletzungsanfälliger sind als unsere Spieler. Und nichtsdestotrotz haben wir deswegen auch vorgesorgt, auch gemeinsam mit Philipp und dem Hamid Masumbegi, hier den Athletiktrainer der Frauen. Wir versuchen da jetzt auch so eine Datenbank aufzubauen. Auch jetzt in dem Kraftstuhl, den du gesehen hast, dass wir auch diese Status-Quo-Werte von den Spielerinnen haben. Dass man genau weiß, wie stark war die Spielerin vorher und wo müsste sie jetzt wieder hin. Und das ist einfach das Ziel jetzt auch bei diesem Training. Wir wissen, wir kennen die Kraftwerte von der Julia ganz gut und wissen natürlich, welcher Weg dann noch zu gehen ist, auch auf der betroffenen Seite. Weil jedes Mädel hat ja auch ihre eigene Muskelkonfiguration, kann man sagen. Es gibt ja einen Unterschied zwischen dem Schussbein und dem Standbein. Und das muss man natürlich vorher sehr, sehr gut kennen. Sonst trainiert man irgendwo ins Niemandsland rein. Das wollen wir natürlich nicht. Wir sind hier im High-Performance-Bereich und da muss natürlich jede Trainingseinheit sitzen. Freut sich eher darauf, dann draußen zu laufen. Ja, und wenn die Sonne jetzt nach und nach vielleicht auch ein bisschen wärmt wieder, ist das natürlich noch ein schöneres Ziel, draußen zu laufen. Thank you.
Wer denkt sich sowas aus? Mit Burr war's cool. Danach wollen wir nicht drüber reden. Jetzt reicht's auch mit dem alleine trainieren. Hab jetzt richtig Bock auf Mannschaft Training. Ist mir echt richtig, richtig gut. Ich bin wieder im Mannschaftstraining jetzt, hab Teile wieder mitmachen dürfen. War so, sag mal, der Big Step jetzt. Einfach unglaublich schön, mit den Mädels wieder auf dem Platz zu stehen und einfach wieder Teil von dem Ganzen zu sein und nicht alleine arbeiten zu müssen. Das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Das war auch so das, was mich am allermeisten genervt hat, als ich dann ins Stadion gekommen bin. Und das, ich weiß, das meint jeder nur lieb, aber jeder gesagt hat, hey, reicht's zur WM oder reicht's nicht? Und ich war da 10 Tage nach OP, ich konnte gerade mal auf Krücken irgendwie gehen. Und du weißt halt einfach nicht, wo dir der Kopf steht. Und dann konfrontiert dich jemand mit der WM, die irgendwo drinnen in dir natürlich schon, da ist Hoffnung da. Also das ist schon, das ist auf jeden Fall so. Beim Freundschaftsspiel gegen Brasilien in Nürnberg zu sein, war super schön, weil wir echt eine mega coole Kulisse hatten und man einfach spürt, dass in Deutschland der Frauenfußball gerade einfach gehypt wird und dass wir im Sommer echt was auslösen konnten. Gerade die Hymne zu hören und zu sehen, die haben wir dann leider auch verloren, wie die Mädels dann irgendwie auch so ein bisschen hilflos auf dem Feld waren, tut dann schon weh, wenn man halt einfach nicht aktiv helfen kann. Man muss schon sagen, dass Brasilien einfach besser gespielt hat. Aber ich glaube, im Allgemeinen ist die Stimmung sehr, sehr gut und die Vorfreude auf die WM riesig, weil es alle einfach wieder als Chance sehen, auch ein erneutes Ausrufezeichen setzen zu können. Die Julie ist ein extrem ehrgeiziger, zielstrebiger Mensch. Und sie macht auf keinen Fall was unbedacht. Und ich will da jetzt hin oder irgendwas, nein. Sie hört auf ihren Körper, auf ihre Trainer, alles, macht alles mit. Sie ist in keinster Weise irgendwo unvernünftig. Natürlich hat das Mädel die WM im Kopf, ist doch ganz klar. Das sind die Ziele als Sportler. Und ob es dann reicht, das entscheiden andere. Wir hoffen für sie, dass es so wird, wie sie es sich wünscht. Ich glaube auch, dass sie sehr stark zurückkommt. Also das war beim ersten Mal schon so, wo wir gedacht haben, keine Ahnung, wie kommt die zurück nach einem Jahr. Aber sie war ja wirklich dann, also sie hat nicht lange gebraucht, bis sie wieder drin war. Extrem schnell wieder dabei. Und dieses Mal war die Verletzung ja nicht ganz so schlimm wie das erste Mal. Also ich denke, dass die Julie schon sich behauptet. Ja, wir sind schon einmal in den Genuss gekommen, deutscher Meister zu werden. Ich glaube, es ist der ehrlichste Wettbewerb, wo man halt wirklich Woche für Woche dafür arbeiten muss, da dann ganz oben zu stehen. Und jetzt haben wir einfach das in der eigenen Hand und das ist ja irgendwo ein sehr stolzes Gefühl. Wir hatten letzte Woche die Chance, haben es leider verpasst, aber sind einfach in der Situation, dass wir eben noch eine zweite Chance haben. Und wir haben alle gesagt, direkt nach dem Spiel, klar, es war sehr bitter, weil man es einfach im Vorhinein klar machen konnte, aber am Ende ist es doch am schönsten vor den eigenen Fans. Ich glaube, die werden uns heute wieder nach vorne peitschen. Ja, ich fühle mich richtig gut. Ich freue mich unglaublich aufs Spiel. Bin aber auch ein bisschen nervös. Vor allem, weil ich halt selber gar nicht aktiv eingreifen kann. Und das ist, glaube ich, das Schlimmste. Hier sitzt sie da drüben. Gerade neben A. Wir springen da falls auch noch kann. Aber ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und bin mir eigentlich sicher, dass die Mädels es heute rocken. Belohn dich heute. Heute ist ein guter Tag dafür. Ja. Wir haben es in der eigenen Hand. Lass uns wirklich 90 Minuten alles geben. Ab jetzt Fokus auf das Spiel. Von Anfang an Gas geben. Go, 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 go
jetzt haben wir es, glaube ich. Warte. Ja! Mädels, das sieht klasse aus. Wir haben dann wirklich von Anfang an auch echt losgelegt wie die Feuerwehr. Ein 11-1 am Ende ist natürlich, hätte sich glaube ich keiner so ausmalen können und deswegen umso schöner, sind nochmal alle Erwartungen übertroffen. War ein sehr, sehr besonderer Tag, also schon von Anfang an. Als man zum Campus gefahren ist und die Leute gesehen hat, wie viel los war, was auch außerhalb des Platzes einfach los war. Super schöne Kulisse. Die Julie ist einfach ein Kind, das man sich nur wünschen kann. Nicht jetzt, weil sie sportlich so erfolgreich ist, weil sie seit Geburt zur Pflege leicht. Einfach unkompliziert. Die muss man eher mit dem Lasso fangen, bezüglich allem, weil sie ein unglaublicher Ehrgeiz hat in allem. Als wir das letzte Mal Deutscher Meister wurden, kam leider Corona dazwischen. Da durften wir nicht auf dem Balkon und deswegen ist es natürlich in München das absolute Highlight, wenn man dann auch mit den Männern hoch darf und hoffentlich viele Fans kommen. Ja, wenn es um Ziele geht, ich glaube, man betrachtet es immer so von zwei Seiten. Für mich ist auf der einen Seite natürlich wichtig, mit meiner Mannschaft, mit meinem Verein, aber auch mit der Nationalmannschaft halt Erfolge zu feiern, Titel zu holen, irgendwann eben ganz oben zu stehen. Aber was mir auch besonders wichtig ist, dass man mit diesem Weg und mit seiner Karriere, die man begonnen hat, einfach andere Menschen auch inspiriert und einfach Vorbild sein kann für viele kleine Mädchen da draußen, die auch den Traum haben, irgendwann mal Fußballerin zu werden.